Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Kick On. Ja, wer hätte gedacht, dass nach einem Hamburger Sieg wirklich ich, ja, traurig bin, denn es kam danach die erschreckende News über Mario Vuskovic. Der war ja heute bei der Partie wegen privater Gründe eben nicht dabei. Ich habe schon gedacht, vielleicht ein bisschen verletzt oder ich weiß auch nicht, Stress mit der Freundin, aber diese News hat es in sich. Und zwar wurde ein Dopingtest durchgeführt und der war tatsächlich positiv bei Mario Vuskovic nachgewiesen worden. Deswegen hat er eben heute gefehlt. Der HSV hat unglaublich gut gehandelt, hat ihn gleich überall gestrichen, nicht mehr in den Spielbetrieb gelassen und, weil das könnte richtig, richtig bitter werden, wenn der HSV davon schon wusste. Dann kann es nämlich sein, dass der HSV auch ja, ein paar Punkte auf seinem Konto verlieren wird. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wer jetzt denkt, oh, Mario Vuskovic, wegen dem verlieren wir jetzt ein paar Punkte, kriegen 9 oder 10 Punkte Abzug. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also vielleicht 5% die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Passieren wird auf jeden Fall, dass der Spieler eine Sperre bekommt, denn er wurde beim Doping natürlich erwischt. Aber wie lange? Das ist unterschiedlich. Man kann davon ausgehen, dass er locker 1-2 Jahre ja, auf der Bank sitzen wird. Das ist unglaublich bitter. Also wirklich, es vergeht ja wirklich kein Tag mal mit einer schlechten News für den HSV. Entweder eben durch die Mannschaftsleistung, jetzt eben durch den Spieler oder eben durch den Vorstand. Also wirklich, als HSV-Fan hast du nur noch schlechte Nachrichten und ich kotze wirklich ab, dass es genau Mario Vuskovic ist, denn ich habe ihn so sehr geliebt. Ich liebe ihn ja immer noch. Er ist wirklich ein Fels in der Brandung. Er ist unser neuer Heiko Westermann gewesen und jetzt, das ist extrem bitter. Ich denke mal, der wird vom DFB-Gericht eben für ein Jahr gesperrt. Hoffentlich nur ein Jahr. Weil so ein ähnlicher Fall war ja damals auch bei Ajax, bei dem Torhüter Onana. So, der war ja auch gedopt und musste dann ein Jahr die Mannschaft auf dem Fernseher verfolgen. Das glaube ich auch, ein Jahr müsste eigentlich passen. Aber wie gesagt, der Spielraum geht auch nach oben und man weiß nicht, wie es in Deutschland gehandhabt wird. Ja, das ist unglaublich bitter, wie gesagt. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was sind eure Meinungen, eure Gedanken dazu, ja. Lasst es mich wissen, lasst uns einen kleinen Austausch starten und gebt dem Video ein Like und ein Abo, dass ich wenigstens heute ein paar gute Nachrichten noch habe. Also, ich bedanke mich und wir sehen uns im nächsten Video und ciao, ciao.